Ulrike Königsberger-Ludwig von der SPÖ ist als nächste Rednerin zu Wort gemeldet. Danke, Frau Präsidentin, geschätzte Frau Ministerin, geschätzter Herr Minister, geschätzte Kolleginnen und Kollegen. Arbeit, ich denke mir, das ist nach dieser Debatte, die wir jetzt doch schon beinahe 2 Stunden führen, ein ganz hohes Gut für jeden Einzelnen, jede Einzelne von uns, weil es Selbstwert schafft, weil es Teilhabe ermöglicht, weil es einfach wichtig ist für ein selbstbestimmtes Leben. Arbeit, das ist aber auch klar, ist ein ganz hoher Wert auch für die Gesellschaft, für die Volkswirtschaft, für den sozialen Frieden, so würde ich das ausdrücken. Und dass wir darüber diskutieren, das finde ich, wie Frau Kollegin Schatz, wirklich gut, weil sich einfach die Arbeitswelt verändert hat. Das muss man zur Kenntnis nehmen. Dass natürlich Zugänge anders sind, wie man denn Arbeitsplätze schafft oder wie man, wenn man in Arbeitslosigkeit gerät, am besten wieder da herauskommt, das ist auch klar. Und wenn ich mir den Antrag der NEOS durchlese, dann sieht man halt den Geist der NEOS ein wenig schon in diesem Antrag. Es ist halt ein sehr neoliberaler Ansatz. Er spricht in erster Linie von Flexibilisierung. Ich bin der Meinung, Kollege Lorca, Flexibilisierung kann durchaus positiv sein, aber man muss immer auch die Gefahr abschätzen, dass der Dienstgeber, die Dienstgeberin doch immer in einer stärkeren Position als der Dienstnehmer, die Dienstnehmerin ist. Und ich denke mir, das gibt es eben auszuloten in einer veränderten Arbeitswelt. Es ist so, dass die Sozialdemokratie, Sie wollen auch noch, das ist mir auch noch wichtig zu sagen, Sie wollen auch in Ihrem Antrag, habe ich durchgelesen, die Interessensvertretungen schwächen. Wir haben einen anderen Zugang. Die Sozialdemokratie hat einen anderen Zugang zur Gesellschaft, zu einem Zusammenhalt in der Gesellschaft. Wir wollen eine solidarische Gesellschaft, wir wollen eine Gesellschaft, wo man gegeneinander oder gegenüber auch Verantwortung trägt, wo man vor allem auch die Risiken des Lebens tatsächlich auch abfedern kann und absichern kann. Und ich denke mir, da ist einfach auch ein Stück der Unterschied zwischen einer neoliberalen Partei und einer sozialdemokratischen Partei. Es ist gut, es ist so, eine Demokratie lebt ja auch von der Diskussion. Und ich denke mir, wir alle gemeinsam haben das Ziel, Arbeitsplätze zu schaffen und auf der anderen Seite Arbeitslosigkeit zu verhindern oder zu vermeiden. Und die Frau Kollegin Schatz hat einige Punkte angesprochen. Ich habe mir auch meine Gedanken gemacht, was dazu beitragen kann. Natürlich ist es wichtig, die Wirtschaftskraft zu steigern. Überhaupt keine Frage. Man muss das Wachstum steigern, was immer auch das ist. Und ich glaube auch, dass Wachstum auch irgendwann ein Ende sein möchte. Darum braucht es auch andere Mechanismen. Und da ist ein Mechanismus davon, tatsächlich auch über Arbeitszeit Verkürzung und über Arbeitsverteilung als Gesamtes einfach nachzudenken. Wenn man an Industrie 4.0 denkt, dann weiß man, dass immer mehr Menschen durch Maschinen ersetzt werden. Und deswegen bin ich auch überzeugt davon, wir werden über die Wertschöpfungsabgabe, über Maschinensteuern sprechen müssen, wenn wir, geschätzte Kolleginnen und Kollegen, wollen, dass der Sozialstaat, so wie wir ihn kennen und ich glaube, viele von uns auch schätzen, auch erhalten werden kann. Das ist einfach aus meiner Sicht eine ganz, ganz wichtige Diskussion, die man in den nächsten Jahren führen muss. Und ich bin auch bei Ihnen, Frau Kollegin Schatz, dass man in Bildung investieren muss. Bildung ist der Garant für ein selbstbestimmtes Leben. Bildung ermöglicht Chancen, Teilhabechancen, auch für junge Menschen, die in den Arbeitsmarkt einsteigen. Das sind Punkte, wo wir ganz sicher gemeinsam arbeiten müssen. Und ich glaube auch, wenn man jetzt die Jungen anschaut, muss man auch am Ende eines Arbeitslebens schauen. Man muss Menschen möglichst lange gesund im Arbeitsprozess halten können. Weil ich habe es schon ein paar Mal gesagt von dieser Stelle, ich glaube nicht, dass Menschen mit 40, 45, 50 nur mehr an die Pension denken. Ich glaube es nicht. Ich bin sicher, jeder möchte lange einen Beitrag leisten können, aber es muss ihm auch möglich gemacht werden. Und deswegen muss man Menschen auch gesund im Arbeitsprozess halten. Minister Hunsdorfer, und auf das möchte ich jetzt schon noch eingehen, weil von der Kollegin Dietrich so angesprochen wurde, dass es so gar keine Maßnahmen gegeben hat. Das möchte ich einfach nicht so stehen lassen. Bundesminister Hunsdorfer hat in den letzten Jahren viele Maßnahmen getroffen, um einerseits Menschen länger im Arbeitsprozess zu halten und auf der anderen Seite Menschen, die aus dem Arbeitsprozess hinausgefallen sind, auf dem Weg dorthin bestmöglich wieder zu integrieren. Ich erinnere nur an Fit to Work, ich erinnere an die E-Pension neu, die natürlich Schwierigkeiten hat, aber es ist trotzdem ein Ansatz, Menschen nicht in die Pension zu schicken, sondern zurück in den Arbeitsmarkt zu holen. Ich erinnere bei den Beschäftigungsinitiativen vor allem an die Beschäftigungsinitiativen 50+, an den Kombilohn, an die sozialökonomischen Betriebe. Und Kollege Gerald Lorca, ich möchte schon ganz besonders betonen, sozialökonomische Betriebe sind kein schlechtes arbeitsmarktpolitisches Mittel. Sozialökonomische Betriebe sehen den Menschen als Ganzes. Und Menschen, die lange in Arbeitslosigkeit gewesen sind, das weiß man einfach, haben multiple
multiple Probleme. Da gibt es oft soziale Probleme, da gibt es oft Schuldenprobleme und all das wird in sozialökonomischen Betrieben gemeinsam mit den Betroffenen erarbeitet und am besten ausgemerzt, damit man dann wieder fit am ersten Arbeitsmarkt einsteigen kann. Und, Kollege Lorca, in sozialökonomischen Betrieben verdienen Menschen Geld aufgrund ihrer Arbeit. Sie haben ein Einkommen, das auch dazu beiträgt, wieder Sozialversicherungsabgaben in das System hineinzubringen. Also ich denke mir, eine ganz, ganz besonders gute Maßnahme, die aus meiner Sicht, ich es sehr begrüße, dass Rudolf Hunsdorfer in diese Maßnahme viel Geld investiert hat. Ich hätte noch viel zu sagen, leider habe ich keine 20 Minuten, so wie der Kollege Lorca. Ich möchte noch einen einzigen Punkt anbringen, weil es mir wichtig ist und weil du, Kollege Lorca, ja auch für Menschen mit Behinderungen in deinem Club zuständig bist. Und ich finde es schade, ich finde es wirklich schade, dass kein einziges Wort bei 97 Fragen, und ich glaube, es sind insgesamt 16 Seiten über Menschen mit Behinderung im Zusammenhang mit Arbeitsmarkt gesagt worden ist, denn auch da können wir eine positive Bilanz aufweisen. Es gibt 175 Millionen Euro für Maßnahmen für Menschen mit Behinderungen und genau für diese, Frau Kollegin Belakovic-Schenewein, denke ich mir, haben wir auch eine ganz besondere Verantwortung. Und ich bin sicher, bei Rudolf Hunsdorfer sind alle Menschen in guter Hand und werden auch in Zukunft gemeinsam in eine gute Richtung weiterarbeiten können. Arbeit habe einen hohen Wert für die Gesellschaft, betont Ulrike Königsberger-Ludwig von der SPÖ. Die Arbeitswelt habe sich verändert, daher sei es wichtig, darüber zu diskutieren.